Welcome back, ladies and gentlemen, to Let's Play Legendary. Ja, es geht sofort weiter hier. Beim letzten Mal, wow, haben wir uns mit einer Menge Werwölfe angelegt. Okay. Also, wir müssen jetzt erstmal hier die Straße freikriegen, aber drüben haben sie ein Plasma-Ding aufgebaut. Ihr seht schon dieses komische Leuchten und da haben wir keine Chance durchzukommen scheinbar. Ach du heilige Scheiße, da sind aber wieder einige... Hat er gerade einen Molotow-Cocktail geworfen? Oh Mist, jetzt sind ja auch noch wieder Wölfe am Start. Oh, da oben! Shit. Fuck you all. Wow! Danke, dass du so schön in mein Visier gelaufen bist, Werwolf. Ich hätte dich sonst leider nicht gesehen. So, die Energie können wir... Ja, sehr gut gebrauchen, weil wir hier total unter Beschuss sind. Die Feinde wollen es scheinbar jetzt wissen. Werwölfe, Black Order, Kommandoeinheiten. Der ganze Scheiß, das volle Programm prescht uns hier entgegen. Und Moment, ich habe doch irgendwas gehört. Hier sind irgendwo wieder Werwölfe, oder? Leute, seid bloß vorsichtig, Mann. Bewegt euch ja nicht in Sicherheit. So, hier oben kommen wir auf jeden Fall rum. Hier irgendwas? Komme ich hier rein? Ja, kommen wir sogar. Hier ist auf jeden Fall irgendwelcher Krams. Was ist denn das hier? Eine bessere... Oh, das ist eine Diegel scheinbar. Jo, die nehmen wir doch mit. Damit halt, was? Nein. Ich will die für meine Pistole tauschen. So, geht doch. Wollte schon sagen, also meine Schnellfeuerwaffe würde ich nicht dafür hergeben. Ey, Moment mal. Ich muss mal gleich was schauen. Pick up data erstmal. So, was haben wir hier? Ned, I don't think that secret stash of yours is going to help you much. I've seen some of the monstrosities tear people apart without even blinking. Stop being stubborn and get to the shelter. Okay. See you soon, right? So, hold out. Ja, okay, das kennen wir schon. Was ist hier unten bei Equipment? Neue Sachen? Wow, okay, ja, das ist diese geile Gun, die wir eben hatten und dann hier die Desert Eagle. Ich frage mich, ob wir die ganze Zeit zwei Waffen hätten tragen können. Oh shit, wie bin ich denn jetzt hier wieder hingekommen? So, zum Glück noch rübergekommen. Ob ich die Pistole die ganze Zeit hätte tauschen können, das wäre natürlich geil gewesen. Oh, Momento. Wo sind sie denn? Alles klar, da unten. Chillen sie alle. Grenade! Zack, ja, wegrennen, bringt euch gar nichts. Grants ist im Haus und die Party kann losgehen. So, hoch, hier rauf mit uns. The Gate, ach ja, okay, alles klar, The Gate, ich hab's ja schon fast vergessen. Na, Hallöchen, Popöchen, was machst du denn hier oben? Ich werde auf jeden Fall mir erstmal deine Energy absorben, wenn es denn recht ist. So, und ich soll jetzt das Tor hier öffnen. So, muss ich auch mal wieder... Ah, ne, muss ich doch nicht. Alles klar, nichts leichter als das. Da hinten kommen ja nur ein paar Werwölfe. Sind ja zum Glück keine Alpha-Werwölfe. Wow, ey, du jumperst aber auch weit, wa? Also, der war im vorherigen Leben scheinbar auch irgendwie Weitspringer oder so. Komm schon, ab mit dem Kopf. Ach, du heilige Scheiße. Ja, warum geht ihr auch immer in Nahkampf, Mann? Das sind Werwölfe. Kriegt ihr überhaupt nichts mit, oder was? Hat eure Mama euch denn gar nichts beigebracht? So, den Alpha-Werwolf haben die Gesellen hier mal wieder gefangen. Nein, das werde ich nicht öffnen. Der kann da mal schön drin bleiben. Beim letzten Mal haben wir es geöffnet. Okay, kann ich gerne machen. Aber erstmal werde ich mir noch mal kurz die Dingens durchlesen. Current team assignment for confirmed creatures. Lemos Werewolf Squad 1 captured. Alles klar, Werwölfe. Minotauren! Ach, was. Okay, die haben sogar Minotauren jetzt schon gesichtet. Die kennen wir ja noch nicht, Leute. Und, shit, da ist auf jeden Fall der Alpha-Werwolf am Start. Wir haben wieder eine Message received. Find the cathedral. The Phrase Lab is hidden inside. Okay. Deckard, you do see that werewolf behind the barrier, right? Just don't let it kill me, huh? Keine Sorge, nein, ich werde schon auf dich aufpassen, aber ich muss da durch. Und dann muss man halt mal gegen einen kleinen Alpha-Werwolf kämpfen. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Seht ihr wohl, ging noch. Also, macht euch mal nicht ins Hemd. Meine Fresse, ey.
Wer mich als Freund hat, braucht keine Feinde mehr. Okay, ich soll jetzt wirklich hier runter. Naja. Jump, jump! Okay. Und willkommen zurück. Oh nee. Naris. Willkommen zurück in den, ja. Ach, du heilige Scheiße. In den Kanälen unter der Stadt. Also, hier geht die Party wieder richtig ab. Wahrscheinlich werden wir auch mal wieder ein paar Tentakel zu Gesicht bekommen. Diese schleimigen, netten Viecher, die uns so gerne haben und uns immer kuscheln kommen. Moment mal. Oh Gott, seid ihr schnell. Was war da hinter mir im Wasser? Ey, das gibt's doch nicht. Wieso treffe ich die Alte nicht? Sag mal. Hauptsache, ich verballer hier mein halbes Magazin. Wo müssen wir denn jetzt lang? Nee, hä? Moment mal. Muss ich das hier... Ah, okay, geht ja doch hoch. Jetzt einfach mal schnell durch. Okay, passt. Da oben hängt mal wieder eine Leiche. Auch geil, wie das Blut denn hier so ein bisschen mit runterläuft. Okay, was ist hier hinten? Ah, ein bisschen Muni für die Diegel. Können wir immer gut gebrauchen. Die müssen wir auch nochmal ausprobieren. Die wird sicherlich auch richtig Wumms haben. Und hier haben wir noch Muni für unsere normale Waffe. So, was ist hier los? Da sollten wir mal nach oben gehen. Ja, so langsam sieht man die ganzen Sachen dann doch schneller, als das am Anfang noch der Fall war. Moment, wahrscheinlich muss ich erstmal hier, zack, die Leiche runterholen. Na, wie geht's? Alles klar? Kommst du klar? Kommt gar nicht mehr klar auf ihr Leben, glaube ich. Und ich höre hier schon wieder einen Werwolf, meine ich. Oder? Nee, aber irgendwie... habe ich das Gefühl, dass ich hier irgendwie was höre. Och, mein Gott. Okay, Checkpoint. Mal schauen, was jetzt hier abgeht. Also, wir müssen auf jeden Fall hier durch. Also, werden wir die Barriere erstmal hier außer Kraft setzen. Also, die Soundkulisse... Ich glaube, sie haben ihn gefunden. Bams, Alter. Was ein kranker Kerl. Ich kill erstmal den da. Haha. hallo Minotaurus. Boah. Ich glaube, der ist ziemlich dicht hinter uns. Wie er hier einfach alles zerstört, ey. Übertreib doch. Boah. Shit, shit, shit. Moment. Da sollten wir mal eben uns überlegen, ob wir dem nicht einen Molotow-Cocktail hier in den Weg packen. Hat jetzt nicht so viel Ohr gebracht. Also Leute, ich denke mal, bei dem Bengel sollten wir möglichst ausweichen. Oh, shit, jetzt hat er mich doch nochmal getroffen. Boah, wo ist er? Ich werde die Shotgun gleich mal nehmen. Dafür muss ich ein bisschen Vorsprung vor ihm kriegen. Komm schon, nimm die. Yes. Und jetzt können wir mal richtig reinrotzen in den Bengel. Komm schon. Alles, was du drauf hast, du elende Kreatur. Damit kannst du mich aber nicht gerade beeindrucken, ey. Komm schon, mach das Tor hier auf. Okay, kann er scheinbar nicht. Wie viel hält denn der aus, ey? Das ist doch nicht normal. Muss ich das hier... Wow, fuck you. Schnell mal eben mich nochmal aufheilen mit der letzten Energie. Da komm schon. Ja, wirf doch mit Sachen nach mir. Bin ich doch gewohnt von euch blöden Viechern. What the fuck? Wieso hat er mich jetzt getroffen? Also irgendwie muss er wahrscheinlich das Ding dort aufmachen. Oh, Alter! Jetzt zeigt er mir aber hier echt seinen neuesten Faustkampf. Fausttanz, so rum. Und crasht hier nochmal richtig derbe durch die ganze Sachen durch. Oh, what the fuck? Lauf doch! Wow! Ich glaube, der ist heute mit dem falschen Fuß aufgestanden. Komm schon, mach deine Sturmattacke. Ich weiß auch nicht, aber ich habe das Gefühl, der muss das Ding da hinten öffnen. Und ich habe das Gefühl, dass das gerade ziemlich übel aussieht für uns. Wo rennt er jetzt hin? Ja, geh doch wieder zu den Bänken, schmeiß Bänke nach mir, ey. Die haben sie auch ins Hirn gekackt, oder? Mal eben schnell nachladen.
Ey, also so viel kann er doch nicht aus... Was, der hat so viel ausgehalten? Was ein kranker Bastard ist das denn? Der muss aber auch schön Energy liefern. Ja, geht doch, ey. Haben uns echt gut aufheilen können noch an dem. Aber ich hätte gerne meine Waffe zurück. Scheiße. Meine Waffe hat er... Jetzt scheinbar... Kacke. Also meine Waffe ist weg, Leute, die ich vorhin hatte. Und, ah, jetzt können wir es kaputt schießen. Ja, ist schon klar, dafür muss man ja auch erst den Minotaurus töten. Weil, ihr wisst ja, dieses Schloss war vorher unbesiegbar. Mhm. Das war auf mystische Art mit dem Minotaurus verbunden. Ey. Für mich klingt's logisch. War das ein Werwolf? I think so. Oder? Ich gehe einfach mal weiter. Lalala, ich habe gar nichts gesehen. Ich spaziere durch den Garten, als ob nichts gewesen wäre. Und hier die ganzen Bänke lassen mich doch schon wieder denken, ja, dass irgendein Viech kommt, was die Scheiße nach mir schmeißen kann, ey. Was willst du denn von mir? Geh dahin, wo du herkommst, ey. Wow, what the fuck. Wo ist er denn jetzt denn? Ey, ihr jumpert aber auch rum wie die Verrückten, ey. Wie die Bekloppten. So, da ist er wieder. Zeit zu sterben. Boah, kleiner Werwolf auch noch am Start. Komm schon, Alpha Werwolf. Yes, komm, Kopf ab. Oh nein, jetzt muss ich gerade nachladen. Fuck. Kopf ab. Ja, jetzt ist er ab. So. Schön die Energy aufnehmen. Was? Meine Güte. Egal, wir sollten auf jeden Fall unsere Energie auf Vordermann bringen. Okay, die Shotgun lassen wir mal eben hier. Die brauche ich nicht. Haben wir einen Molly gerade gekriegt? Noch? Oh, wir haben noch volle Mollys. Und ja, da haben wir unsere Waffe wieder. Sehr schön. 60 Schuss. Das kann sich doch schon mal sehen lassen. Warte mal, geht's jetzt hier hinter... Ne, hä? Ist das die Kathedrale? Nö. Hier geht's auch nicht weiter. Ah, okay, alles klar. Auch geil, ne? Eigentlich hätten wir den Minotaurus eigentlich nur einmal an diese Stelle bringen müssen. Zack. So, das war das erste Magazin, was wir komplett in ihn reingerotzt haben. Und das hat jetzt immerhin schon mal genügt. Wow. Komm schon, kill ihn. Yes! Das war doch gar nicht mal so schlecht. Aber wow, unsere Energie, beziehungsweise unsere Muni hat sich mal wieder ziemlich schnell dezimiert. Ich werde mal eben noch einen Molly werfen nach da hinten. Zack, komm schon. Na, leider ein bisschen zu kurz geworfen, aber hier gibt es einen neuen gleich, direkt. So, was ist das für Data hier wieder? Ma, why are you still in London? I told you three days ago to go to Aunt Gertrude's. It isn't safe in the city. I'm going to have to come drive you myself. Was haben wir jetzt hier? Ah ja, Minotaurus. Das kranke Viech habt ihr ja schon gesehen. Boah. Ah, I think that backside is actually more vulnerable to attacks. Alles klar, also fürs nächste Mal immer schön in den Rücken schießen und nicht so voll in die Fresse, wie wir das gemacht haben. Ich wechsle die Waffe wieder. Hat einen ganz einfachen Grund. Die andere hatte kaum noch Muni. Ach ja, ihr trefft mich, aber ich treffe euch nicht. Das ist auch ein tolles Spielchen. So, Moment mal. Gehen wir mal ein Stück nach vorne weiter. Och ja, klar, jetzt kommt da hinten auch noch einer. Okay, Moment. Scheiße, die machen richtig Damage, wenn sie mich treffen. Okay, einen haben wir. Zwei sind es aber, meine ich noch. Da hinten noch einer oder was? Ich weiß es nicht genau. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mich heilen. Oh shit, jetzt habe ich ein bisschen Energy rausgeschmissen für nichts und wieder nichts. Könnt ihr mir nicht erzählen, da rechts war doch noch einer. Ich falle nicht auf eure Tricks rein. Was, der ist echt down? Der da hinten auch? Kann doch gar nicht, oder? Wow, hätte ich nicht gedacht, dass wir den erwischt haben. Aber gut, wenn das Spiel das sagt, dann wird es wohl so sein. Und hier haben wir wieder unsere Lieblingswaffe, beziehungsweise meine Lieblingswaffe zumindest. Und haben sogar wieder volle Granaten, volle Molotow-Cocktails. Bin ich ja mal gespannt, was uns hier erwartet. Och ja, das Tentakelviech. Ja, komm, schnappt ihr ruhig alle Leute. Ich hatte eh keine Verwendung für die. Der scheint down zu sein. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Die werden wahrscheinlich gleich auch, ja, nach uns
Ausschau halten. Scheiß Tentakeln. Oha, oha. Schnell nachladen. Auf jeden Fall ist hier doch bestimmt jetzt Energy von denen, ja, ein bisschen zumindest. Hat mir jetzt aber auch nicht sonderlich geholfen. Hier, die andere auch nochmal. Naja, das ist echt nicht viel. Und jetzt sollen wir ernsthaft wieder da runterspringen. Das halte ich aber für keine gute Idee eigentlich. Message received. An update. Note to self. Do not use Molotovs when one of these things grabs you. Ach, sag bloß. Ist eine gute Idee. Und wir sollen jetzt ernsthaft hier runterjumpern. So, damit hätten wir wieder den nächsten Checkpoint erreicht. Und für mich heißt das an dieser Stelle dann auch erstmal Aufnahmestopp für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und hoffe, der Part hat dir gefallen. Falls dem so ist, kloppt doch einfach mal den Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn du magst. Ciao!